Habade, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Micmap. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Beschreibungen und schreibt mir in die Kommentare bitte eure Meinung dazu. Wie ihr das findet, was wir besser machen sollten, was wir anders machen sollten. Oder die Option gebe ich euch jetzt hiermit auf den Weg. Sollen wir die Micmap abreißen, dafür vielleicht noch ein neues Projekt starten? Potenziell habe ich da eine Idee für. Müssen wir mal gucken. Aber wie findet ihr die Ideen so? Wir haben letztes Mal drüber geredet. Thema Biogas. Das ist gestorben, da ich mir die angeschaut habe. Die ist so kaputt, die müsste man erstmal komplett restaurieren. Wäre sogar nicht mal so teuer, aber egal. So, wir haben den 7. Frühlingstag. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Arbeit an. Und zwar, Gerhard, erstmal Harvard Area und ich. Servus. So, jetzt muss ich mir schnell überlegen. Lassen wir mal das Kloster anschauen. Mann, können wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten einmal einen Pflanzenschutz ausbringen. Dass du spritzen oder ich mein? Immer da. Ja, okay, dann machen wir es auch so. Spritzen nochmal aufgefüllt, oder? Ja. Gut, passt. No. Ja, dann fahrt du mal spitzen, dann fang ich aber als Mann an. Wir können uns ja dann anwechseln, dann kann ich dann da weiß spadern oder was? Ja, passt. Oder du darfst dann gleich spadern, ist wurscht. Ja, passt. Okay, gut, also. Ach. Servus. Abmarsch. So, ab in unseren. Gerhard? Anwesend, aber geistlich anwesend, körperlich nicht. Depp. Wir haben ein Problem. Ja. Sprit. Ich tu mal schnell einen Anhänger, mit dem wo wir Sprit fahren können. Dann müsstest aber du dann später mit dem Auto schnell fahren. Ja, das klang schon noch. Naja, so lange nicht mehr, aber trotzdem tun wir mal einen Hänger her. Dann holst du mal einen Hänger voll Sprit. Ja, wenn ich mit der Spritze wieder am Hof vorbei bin. Genau. Passt. So, dann fangen wir jetzt trotzdem das Mana und riskieren sie jetzt. Hey, ja. Ach Gott, wie geht denn jetzt das? Na ja. Ich glaube, wir haben die blöde Arbeit erwischt. Naja, wurscht. So, So, lala. Jetzt geht's los. Ja. Ich hab von hier mal schlampert aus, was da liegt. Also, das passt. Ja gut, die Wiesen, da fahren wir ja kein Dünger, gar nichts drauf. Also, wenn der schlechter Stänger oder was, dann ist das nicht so schlimm. Wir haben die anderen zwei Wiesen, die wir gepachtet haben, die haben wir auch, die eine haben wir komplett gedüngt als Vergleich und die andere haben wir nur zum Teil gedüngt. Um mal im Vergleich zu starten, bringt es was, wenn wir im Herbst und im Frühling düngen oder nur einmal? Also ob sich das aufs Gleiche ausgeht. Das wollen wir ein bisschen rausfinden, so. Das nehmen wir jetzt mal nicht mit rein. Bin gespannt, wer diesmal unser Abnehmer ist für die Siloballen dann im Herbst. Weil wir werden die Siloballen diesmal erst im Herbst alle wegfahren, wirklich alle erst im Herbst. Wird eine saubere Hausnummer sein. Wir suchen da ja immer noch nach einem passenden Anhänger dafür, mit dem wo wir sie transportieren und wegfahren können. Eventuell haben wir da einen gefunden. Den wollen wir uns dieses Jahr mal als Vorführer herholen und mal angucken, ob das was ist. Wenn nicht, machen wir es auf die altbewährte Methode. Falls doch, wie zog mal. So. Das funzt alles soweit bisher.
Und vor allem, wir haben jetzt nochmal mehr Wiesen. Warum erkläre ich euch gleich? Also, ihr seht jetzt dann eigentlich in dem Video, glaube ich, sogar noch. Wenn wir es noch schaffen, dann zeige ich euch mal die neuen Wiesen noch. Die hätte jetzt vielleicht am Anfang meinen sollen, ich Idiot. Axt! Okay. Ja? Glaub, der Tabak ist ein wenig hochgewachsen. Ich sehe keinen Bulldog nicht mehr. Dann. Der wird hoch. Ja. Dann da spritzen und dann fahr gleich mit dem Dünger nach, okay. Also dann tun wir den Düngerstreuer gleich nach, okay. Aha. Weil es ist, sonst ist mir das ein wenig zu gefährlich. Weil nicht, dass wir nicht mehr düngen können und wir wollen eigentlich nur düngen und dann können wir uns auch nicht auf die Fotzen hauen im Endeffekt. Ja. So klar, ja. Zeige ich euch jetzt dann schnell die neuen zwei Wiesen. Also, wir haben eine Wiese jetzt nur dieses Jahr, die wird danach umgebrochen. Warum, erkläre ich euch, wenn wir dort sind. Es hat einen gewissen Grund. Sagen wir es so. So, jetzt haben wir uns schon so einen Dieselanhänger gekauft. Ich hoffe, der Gerhard wird dann später auch noch Diesel holen. Wenn er Zeit hat. Weil dann können wir nämlich dann mal tanken, weil der wird mir schon gefährlich hier. Bei Man jetzt sowieso. Dann reichen wir jetzt hier durch. Und dann passt es. Das ist immer so eine Geschichte, Leute. Ich meine, es ist immer eine aufwendige Arbeit. Aber noch aufwendiger ist pressen, zusammenschlichten, schwadern, bearbeiten halt. So, einmal, zweimal. Ja, das wird jetzt ein wenig eng. Mit dem, was wir eigentlich vorhaben, aber das könnte vielleicht doch noch klappen. Müssen wir schauen. So, zweimal ablaufen. Vogel, hau ab. Jetzt müssen wir mal langsam. Ja, wir melden jetzt mal. Jetzt hoffen wir, dass wir mal dieses Jahr noch Geld zusammenbringen. Wir brauchen ein Mais-Sammelschi auf jeden Fall. Wir brauchen. Ein Mais-Sammelschi brauchen wir. Wir brauchen eventuell, wäre es empfehlenswert, ein größeres Mauerwerk hinten hin. Also hin zu einem Schmetterling. Wenn es da uns gibt, von Fäller am besten, weil sonst mal nämlich nur auf ein neues Frontmauerwerk auch noch kaufen, dann wird es teuer. Da müssen wir mal schauen, vielleicht tun wir wirklich bloß. Ja, oder vielleicht lassen wir das Frontmauerwerk nur eine Zeit lang da und kaufen bloß ein Schmetterling hinten.
Empfehlenswert war natürlich gleich mit Schwarz zusammenfuhr, weil da kann der eine kommen und der andere kann gleich mit der Presse noch jodeln. Also wäre eigentlich meiner Meinung nach empfehlenswert. Oder halt dann nur einen großen Schwarz damit hier da. Hm. Weiß ich noch nicht. Das muss ich mir nur überlegen, da. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, was Geld reinkommt, was wir dann wieder Geld ausgeben für das ganze Zeug, was wir Kredit dann wieder zurückzahlen. Und. Also da haben wir ja auch noch wirklich eine Hausnummer vor uns. Auch wenn wir einen Stall bauen wollen, aber wir wollen jetzt mal schauen, dass wir den Kredit einmal wegen oben kriegen. Wir wollen es vielleicht verdämmen ja mit dem Tabak, auch wenn es bloß die kleinen Acker haben. Vielleicht verdämmen wir ja da wirklich ein schönes Geld damit. Mit dem. Mit und Pellets und Silage und Gagen, was wir haben. Also, ich hoffe es auf jeden Fall mal, dass wir da auf jeden Fall kurz Geld dafür kriegen. Weil dann passt das auf jeden Fall, denke ich mal. Sollte mir gehen. Vor allem, wir müssen sowieso mit dem Tabak ein Hafer Geld einnehmen, weil wir haben wir extra dafür einen Pflücker kaufen wollen. Also wenn wir den Maispflücker da kaufen. Deswegen will ich auch, also ich will nur Sonnenblumenschneidwerk kaufen für die Sonnenblumen. Das ging halt auch mit dem Maispflücker, haben sie gesagt, aber es war halt besser und ertragreicher, wenn man mit dem separaten, mit dem externen Sonnenblumenschneidwerk drüber fahren von Capello. So. Dann fahren wir jetzt mal schnell zu die Maibäcke, zu die Maibäcke, sondern schon zu die zwei anderen Wiesen, die wir noch haben. Das ist mir im letzten Jahr gar nicht aufgefallen. Das hat auch keiner von euch was gesagt. Der Rocken ist schön gewachsen, sehe ich gerade. Das taugt. Nein, wir haben jetzt kein Acker als eine Wiesen, nur mit der Zopp 8. Oder Wiesen nur mit Zopp 8, sondern es ist nur einfach. Wir haben das eigentlich schon seitdem, dass wir die zwei Acker haben, haben wir eigentlich die Wiesen schon mit im Besitz. Also fangen wir mal bis dafür, weil ungefähr da fangen wir es an. Genau, da fangen wir es an. Passt. So. Also zeige ich euch das mal. Und zwar haben wir hier eine Grünlandfläche, die war noch zu unserem Grundstück gehört, genauso wie das Haus. Das alte da, das verlassen ist, wird irgendwann zusammenfahren, hoffe ich mal. Und da. Das heißt, wir haben praktisch eigentlich Grünland gehabt, das war dort war. Und das wollen wir jetzt benutzen. Das machen wir jetzt auch. Einen Moment bitte ganz kurz. Ich muss jetzt schnell was machen. Das schaut nämlich gerade richtig scharf aus. Weil der jetzt gerade in dem Licht so richtig schön funkelt. Machen wir mal schnell ein Büttel. So. Auf jeden Fall. Den werden wir jetzt auch gleich noch mit umhauen. Und dann glaube ich, haben wir da wieder zusätzliche Einnahme mit dazu. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt. Das müssen wir mal überprüfen. Da erinnert, Moment, da erinnert waren wir her. Genau, das geht ja jetzt. Das kann ja jetzt theoretisch mit auf. Hat die Werte wieder einer zugesetzt? Auf dem Acker. Haben wir den vergessen vorm. Die hören alle richtig. Da wundert mich das aber auch, dass das so hoch ist, weil der auch gerne schon im dritten Jahr jetzt hat. Naja, jetzt filmen wir mal erst, ob das jetzt hat. Jetzt haben wir halt da 0, Mai ist ja wurscht. Jetzt schauen wir mal, ob sich das da damit auf Affe geht. Diesel, Abnutzung, jetzt hat schon, weil es ist ja das gleiche Grundstück. Ich muss ein wenig aufschauen, dass wir nicht zu nach dem Roggen hin, weil sonst haben wir einen ungemachten Roggen. Bleiben wir mal stellen, geht das damit auf? Anscheinend. Hm.
Scheint geht das dann mit Affi. Ja, der wird dann einfach mal noch ein Ding mal auf null, wieder auf null hauen. Das passt doch schon. So. Auf jeden Fall, Leute, lasst immer eins weiter. Oder immer auf vierte besser gesagt. Dann werden wir nur schwadern und dann fangen wir jetzt pressen an. Und ich wünsche euch was bis dahin. Haut's rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.